Wir zeigen die richtige Reaktion und holen Nion heute die 3 Punkte. Auf geht's, Mädels! Die Frauen von RB Leipzig. Ich habe Diabetes seit 2018. Man wusste nicht, so, okay, kann man jetzt noch weiter Fußball spielen? Hinter den Kulissen. Nein! Eines Aufsteigers. Hallo, wir sind gerade an der Raststätte auf dem Rückweg aus Leverkusen. Fudala, fast 30 Meter! 0-1 für den Außenseiter. Hallo zusammen, ich bin Lydia Andrade, bin 24 Jahre alt, bin Schweizerin und bin im Sommer aus Meppen gekommen. Ich bin Offensivspielerin bei RB. Wir haben Lehrgeld gezahlt, aber so langsam gewöhnen wir uns an die erste Liga und hoffen, dass wir weiter Punkte sammeln können. Nach dem ersten Spieltag habe ich leider meinen Platz in der Startelf verloren, aber ich kämpfe mich zurück. Wir haben gemerkt, die erste Bundesliga ist nochmal eine andere Liga mit einer anderen Geschwindigkeit, einer anderen Zweikampfhärte, aber wir gehen unseren Weg. Hi. Grüß dich, hi. Alles gut? Ja, bei dir? Alles super. Sehr schön. Dankeschön. Wir trainieren jetzt immer öfters am Kotterweg, haben auch unsere eigenen Kabinen bekommen, was sehr cool ist. Aber trotzdem haben wir eben nicht so Berührungspunkte zu den Profis, deswegen ist es jetzt umso cooler, David Raum zu treffen. So, einmal reinspaziert. Aha. So, hier ist mein Platz. Ist aufgeräumt, ne? Und was gemalt ist auch drin. Sehr ja, schön. Wir hatten ein Team-Event, da hat jeder für jemand anderen was gemalt. Sehr schön. Bin überrascht. Ordentlich, oder? Ja, sehr ordentlich. Ja? Ja. Bei uns ist in der Mitte noch ein Tisch, da liegt alles voll. Also Sitzordnung auch zufrieden, alle, oder? Ich nicht, weil ich bin so in der Ecke und dann werde ich immer so eingequetscht. Blöd, ne? Das, ja, das verstehe ich. Bei ich uns mag den Leute, Platz gar nicht. Die in der Ecke sitzen, die sind auch nicht zufrieden. Ansonsten, Fränkisch, wie sieht's aus? Sprichst du ab und zu noch so oder rutscht dir was raus? Nee, bei mir tatsächlich gar nicht, weil mein Vater kommt aus Nürnberg und der spricht das auch, aber meine Mama kommt aus Erfurt und deswegen habe ich da so eher das Hochdeutsch bekommen. Okay. Aber du kannst das ja auch gut? Also wenn Freunde da sind, dann rutscht mir das schon noch raus. Ja, ich habe mir dann überlegt, ob wir eine Runde Tagball zusammen spielen, weil das machen wir oft. Also ich spiele das ja persönlich nie. Ich habe euch ein paar Mal spielen sehen. Ist das bei euch dann in der Mannschaft so ein Ding? Ich habe das jetzt auch nicht so oft gespielt. Ja, okay, dann lassen wir es am besten, dass wir eine Runde spielen. Boah. Nicht schlecht. Wahnsinn. Ja, stopp die Kamera, ey. 2-0. Boah. Gut geholt. Huch. Das. Wow. Nein. Ja. Ey, der war so wichtig für mein Selbstvertrauen. Wirklich, ich sag euch das, Jungs. Wenn es 3-0 gestanden hätte, wäre ich gegangen. 2-1, ey. Jetzt bin ich in deinem Kopf. Jetzt bist du da. Mach mal letzter Punkt. Okay. Okay? Ich mache auch eine faire Angabe. Okay. Nein! Das glaube ich nicht. Zu aggressiv. Aber gutes Spiel. Sehr gut gespielt. Ich glaube, es war mein zweites Mal, dass ich überhaupt Tagball gespielt habe. Dann ist auch okay, dass du verloren hast. Wow. Das ist eine harte Aussage, aber nee, du hast das gut gemacht, deswegen verdient gewonnen. Vielleicht bist du auch ein bisschen eher die Technikerin als ich. Gut. Sag ich alles Gute und ich schaue ab und zu mal Danke. Bei euch vorbei. Danke, ich hoffe, ihr auch bei uns. Na klar. Sehr schön. Der FC Bayern zu Gast am Kotterweg. 2000 Zuschauer ausverkauft. Von genau solchen Begegnungen haben die Frauen von RB Leipzig jahrelang geträumt. Jetzt ist es soweit. Leipzig schon früh unter Druck. Flanke Dallmann. Hip klärt zu kurz. Quinn ist da. 1-0. 8. Minute. Leipzig kann sich nicht befreien. Sadrasil.
Immer noch Sadrasil in den Lauf von Schüller. In der Mitte wieder Damjanovic. 2-0. Und das nach nur 14 Minuten. Die Münchnerinnen spielen Leipzig an die Wand. Damjanovic, Schüller, wieder Damjanovic. Das geht viel zu einfach. 3-0. Die Partie schon vor der Pause. So gut wie entschieden. Sandra Starke aus 16 Metern. Immerhin mal ein Schuss in Richtung des Bayern-Tores. Ja, haben gestern gegen Bayern verloren. War ein lehrreiches Spiel auf jeden Fall. Wurden am Anfang völlig überrannt. Das Ergebnis ist natürlich sehr enttäuschend, aber man muss sagen, die ersten 30 Minuten hat Bayern wirklich auf Champions League Niveau gespielt und hat uns das Leben wirklich schwer gemacht. Unterm Strich war es einfach eine sehr, sehr gute Leistung von Bayern. Zusätzlich war es für mich auch sehr enttäuschend, dass ich nicht zum Einsatz gekommen bin, obwohl wir tatsächlich auf Fünferkette umgestellt haben. Ja, das war dann schon ziemlich bitter. Ja, es ist natürlich nicht so, dass es spurlos an einer Mannschaft vorbeigeht, aber das ist Teil des Prozesses. Es ist nicht etwas, was unseren Prozess aufhält. Es gehört mit dazu. Gewinnst du Spiele nicht, wie wir das letzte Saison getan haben, dann entsteht daraus keine Selbstverständlichkeit, wie man sie auch hatte. Aber das ist auch normal in so einer Situation. Und das ist eine Phase, die uns weiterbringt. Nina ist absolut professionell. Es ist keine einfache Situation jetzt gerade für sie mit den Erwartungen, mit der wir sie auch verpflichtet haben. Wir wissen auch, dass Nina das kann. Man denkt in der Position auch in Pärchen. Das heißt, da haben sich gerade Fredde und Vicky ein bisschen auch eingespielt und dann ist es für Nina auch schwierig. Sie kann noch so gut trainieren, solange das auf dem Feld funktioniert, wird man da nicht einfach so wechseln. Und sie geht deshalb mit der Situation so gut hin, weil sie das versteht und trotzdem im Training alles gibt und auch auf ihre Chance wartet. Und die Chance wird definitiv kommen, früher oder später. Und dann weiß ich auch, dass Nina bereit ist und deswegen kann man zu 100% auf sie zählen. Ja, manchmal nach dem Training, wenn wir Zeit haben, dann treffen wir uns gerne, auch gern hier bei mir, hier ist ja Platz. Und dann schauen wir manchmal Fußball oder machen Spieleabend. Und los. Ist wichtig, noch was anderes zu haben und auch wichtig, noch gemeinsame Momente zu haben, die sich auch außerhalb des Fußballplatzes so bewegen. Ist dann auch gut für die Teamchemie, wenn man dann zwischendurch auch mal ein bisschen lachen kann miteinander oder auch mal dann vielleicht mal nicht über Fußball spricht. Wenn wir schwanger werden würden und dann beim Spiel sind, dann müsste jemand auf das Baby aufpassen. Genau. Baby, Kind, Kleinkind. Und wie heißt der Mensch, der das macht? Nanny. Ja. Babysitterin. Ja! Stark. Das ist wirklich schlecht. Also es ist jetzt aktuell nicht die Rolle, die ich mir erhofft habe, die ich mir wünsche, klar. Ich bin trotzdem noch, also das merke ich immer wieder, ich bin trotzdem sehr gern einfach auch auf dem Trainingsplatz. Ich liebe es auf dem Fußballplatz, ich liebe es mit den Mädels zu sein. Das Tollste ist natürlich trotzdem die Spielzeit zu sammeln und das hoffe ich halt, dass das irgendwann klappt. Meine Position ist halt jetzt auch eine, wo dann nicht so krass viel durchrotiert wird. Ja, dann kann ich halt einfach nur dranbleiben und auf meine Chance warten. Wenn man so einen Pass quer durchs Zentrum spielt. Fehlpass. Harakiri, Junge! Tatsächlich war das jetzt nicht vorher klar. Also wir haben die Aufstellung erst heute gekriegt. Aber ich war sehr überzeugt eigentlich von meiner Trainingswoche. Ja, ich habe mich riesig gefreut. Also das war echt eine positive Vorfreude. Also ich war mir meiner Sache eigentlich sehr sicher, dass wenn ich jetzt die Chance kriege, dann werde ich die auch nutzen. Ja, wir waren heiß. Also wir wollten unbedingt heute die 3 Punkte holen. Wäre auch wichtig gewesen. Okay, Mädels. Das ist Arbeit, wir müssen uns das erarbeiten. Niemand schenkt uns irgendwas, dass wir aus einer Situation irgendwie dahin kommen, wo wir wollen. Das müssen wir uns erarbeiten mit allem, was wir haben. Und dass nicht alles immer läuft, so wie man sich das vorstellt, ohne Fehler. Ja? Erstens, wir stellen uns das gar nicht so vor. Die Frage ist, wie gehen wir mit solchen Dingen auch um? Als Team. Ersten Pass ankommen lassen, ersten Zweikampf für sich gewinnen, erster Sprint sitzt,
Setzt euren Gegner unter Druck. In jeder Situation. Alles, was wir machen, machen wir im Tempo. Und machen wir gemeinsam. Miteinander. Und holen hier und heute die nächsten 3 Punkte, Mädels. Auf geht's! Go! Also irgendwie ging das alles ziemlich schnell. Also ich habe gefühlt 2 Bälle gespielt. Abby kommt raus und versucht den halt zu klären. Matthijs ist da, der passt. Gerade mal 60 Sekunden sind gespielt. Ah, dann auch ein Sonntagsschuss, ne? Kommt halt hinten rein. Ist alles blöd gelaufen davor. Also das hat, fand ich, eigentlich auch uns gar nichts ausgemacht, dieses 1-0. Ja, also ich denke mir immer so, wenn man so früh ein Gegentor kriegt, das ist, denke ich, ist so egal, es kann so viel passieren. Das weiß ja auch jeder, dass wir dann noch 88 Minuten Zeit haben, um da noch den Ausgleich zu machen. Schön verlängert vom Sternhardt. Beidauer schneller als Recke. 2-0 und Herzog bekommt den durch die Beine. Freistoß Lührsen. Der wird lang. Tor. 3-0. Wir haben es einfach nicht geschafft, irgendwie diesen Plan, den wir hatten, irgendwie zu spielen, das ging gar nicht. Sowas macht dann auch was mit einem. Wir hatten nicht eine Torschance vorne. Ich meine, dann ist es halt gerade als Angreiferin extrem schwierig, da irgendwie ja, Hoffnung zu haben, weil man einfach gar keinen Ball vorne kriegt. Werder schon vor der Pause so gut wie durch. Dann hat er gesagt, so 3-0 ist absolut scheiße und wir dürfen aber jetzt hier nicht die Köpfe hängen lassen, müssen Vollgas vorn drauf gehen, aber müssen halt gleichzeitig auch schauen, dass wir uns da nicht abschießen lassen. Ein bisschen umgestellt haben wir, zwei neue Spielerinnen reingebracht. Ja, wir waren besser drin, trotz alledem hatten wir auch keine richtige Torchance. Und das ist halt dann auch, wo man sich halt dann fragt, woran liegt es. Also ich finde das halt ganz schlimm. Bremen mit dem Konter. Sternhardt. Weidauer. 4-0. 81. Minute. Boah, man gibt alles, man lässt sein Herz auf diesem Platz. Man grätscht, man tut und macht und irgendwie klappt halt gar nicht. Und das ist halt dann schon auch ja, hart auf jeden Fall. Ja. Herzog schießt Krug an. Jetzt wird's ganz bitter für RB. 5-0. Dann springt der Ball dahin, nicht für uns. Boah, das ist halt so, ja, ich finde, das ist so ein ganz, ganz ekliges Gefühl, weil man einfach gar nicht weiß, man weiß nicht, was gerade schief läuft. Boah, ehrlich gesagt, ich bin komplett ratlos. Und ich glaube, das ist wirklich das schlimmste Gefühl, wenn man so nach so einer bodenlosen Niederlage vom Feld geht und einfach nicht weiß, was der Punkt war. Nach 7 Spielen mit 4 Punkten ist halt schon nicht schön. Ja, wir wollen die Liga halten, das ist unser Ziel und das werden wir auch hoffentlich schaffen. Natürlich ist es schwer, aber das ist der Fußball manchmal. Und ja, da müssen wir jetzt weiterhin nach vorne schauen und ja, die Sonne wird wieder scheinen. Ich bin ein sehr offener Mensch, also und ja auch meine Ausstrahlung, glaube ich, sehr positiv, immer lustig würde ich mich auch beschreiben. Es gibt immer was zu lachen eigentlich mit mir, das ist wirklich so. Ich bin schon als kleines Kind erzogen worden mit dem Glauben und das war bei uns in der Familie schon ein sehr wichtiges Thema, weil ursprünglich meine Eltern aus Angola kommen und wir wissen ja, das ist ja ein ganz anderes Land als jetzt hier oder zum Beispiel in der Schweiz. Das Kreuz, das ist ganz wichtig. Und danach mache ich 1-2 Gebete. Je nachdem, ob es früh ist oder abends, mache ich mein Gebet. Und dann bin ich noch hier ja, in mir, genieße noch ein bisschen da die Ruhe, die Zeit. Für mich ist es jeden Tag ein Privileg, aufzustehen, das machen, was ich am liebsten tue. Fußball zu spielen und deswegen ist auch der Glaube für mich
ein sehr, sehr wichtiges Thema. Walter Fürst bringt den Ball nicht weit genug weg und Andrade trifft zum 0:1. Der zweite Saisontreffer der Schweizer Nationalspielerin. Ja, ich rede tatsächlich nicht so oft oder offen darüber. Ich finde, das ist ein Thema, das muss jeder selber entscheiden. Für sich am Ende, klar, die sehen das ja auch manchmal, wenn ich vielleicht bete oder eben mein Kreuz oder mein Ritual mache. Die sehen das und ja, ich glaube, die finden das cool. Also ich weiß nicht, die haben jetzt, glaube ich, nichts dagegen. Usun bringt neue Kräfte. Für Lydia Andrade ist der Arbeitstag beendet. Klar, manchmal gibt es schlechte Tage, es gibt auch gute Tage, es gibt alles. Und manchmal, wenn es schlechte Tage gibt oder schlechte Spiele, dann finde ich schon, dass diese Kraft mir sehr, sehr hilft. Und jetzt auch jetzt abseits des Fußballs, es gibt mir sehr viel Kraft. Ja, es ist tatsächlich so, ich fühle mich danach eher positiver, fühle mich noch besser, wenn ich hier drin gewesen war oder mein Gebet mache, dann fühlt sich das ganz, ganz anders an, als wenn man dann hier rausgeht. Ja. Leipzig, der Tabellenzehnte, zu Gast beim Vierten. Vanessa Futala. Futala, fast 30 Meter! 0:1 für den Außenseiter. Und nur noch 12 Minuten zu spielen. Leipzig nur noch Sekunden vom zweiten Saisonsieg entfernt. Leverkusen nochmal. Verena wieder mit dem Fallrückzieher. Ausgleich. Was für ein Traumtor. Und die große, große Überraschung bleibt aus. Hallo. Wir sind gerade an der Raststätte auf dem Rückweg aus Leverkusen. Und wir haben einen Punkt geholt, endlich. Leider haben wir in der Nachspielzeit noch einen Gegentreffer kassiert, aber wir sind sehr zufrieden mit unserer Leistung und freuen uns jetzt auf zu Hause. Ciao! Ciao! Wir haben da ein super Spiel hingelegt. Ich freue mich natürlich, dass ich der Mannschaft mit meinem Tor helfen konnte. War ein sehr, sehr guter Pass von Nina. Und dann stand ich 30 Meter vom Tor und dachte mir, einfach mal versuchen. Freut mich sehr, dass es geklappt hat und ich glaube, auf das Ergebnis können wir aufbauen. Ich habe Diabetes seit 2018. Das waren so eigentlich die typischen Symptome, die man so hatte, die man auch nachlesen kann. Ich habe sehr viel abgenommen, ich hatte sehr viel Durst. Ich hatte dann irgendwann so ein bisschen Probleme mit dem Sehen. Dann bin ich zum Arzt gegangen und dann kam es relativ schnell raus. Das Ergebnis ist einfach da, ja, Typ 1 Diabetes jetzt ist. Ich hatte zuerst einfach keine Ahnung, was es für mich bedeutet. Man wusste nicht, so, okay, kann man jetzt noch weiter Fußball spielen? Was bedeutet das jetzt für dein Leben? Was für eine Umstellung hat man jetzt auch? Das waren ein paar harte Stunden da am Anfang, die man hatte. Ich habe, glaube ich, diese Krankheit so ein bisschen als Verletzung dann angesehen. Ich muss mich jetzt da wieder rausholen, wieder aufbauen. Irgendwie ging es ja dann mit der Karriere dann seit dem Punkt dann eher auch bergauf. Also das ist eigentlich so, finde ich auch mal das Schöne an dieser Geschichte. Ein Jahr später wurde ich dann zur Nationalmannschaft berufen, habe meine ersten Spiele gemacht und das war dann alles so ein bisschen, ja, dass man halt durch schlimme Phasen einfach teilweise durch muss, um irgendwie auch was Schönes zu erleben und das habe ich auch. Ich glaube, das Schlimmste ist eigentlich für einen Diabetiker, wenn Leute sagen, das darfst du ja gar nicht essen. Mittlerweile schmunzle ich drüber und versuche den Leuten das ein bisschen aufzuklären, dass das gar nicht so ist. Also ich darf als Diabetiker alles essen, ich darf auch Süßes essen. Ich esse auch mal Schokolade, ich brauche das auch mal. Aber das ist halt einfach nur, dass man halt ja, Insulin zufügen muss, wenn man das isst. Früher war dieses typische in Finger pieksen und den Blutzuckerwert so messen. Jetzt bin ich ganz froh, dass es diese Sensoren gibt, die messen quasi dann den Blutzuckerwert durchs Gewebe. Das ist dann heutzutage auch so, dass es natürlich alles übertragbar aufs Handy ist. Ich da dann meine App habe und quasi minutentaktlich meine Werte habe.
beim Spiel kommt immer noch hinzu, dass da Aufregung ist, dass da einfach eine gewisse Anspannung ist, was den Blutzuckerwert auch erhöht. Und am Anfang war ich natürlich da dann so ein bisschen ratlos. Wieso ist der jetzt hoch? Ich habe doch alles so gemacht wie immer. Eigentlich ist so mein Halbzeitgang direkt zum Handy. Das klingt eigentlich ganz blöd, aber ich gehe tatsächlich direkt zum Handy, gucke, wie mein Wert ist und reagiere dann quasi drauf. Und ja, also ich spritze meistens dann halt nur die Frage, in welcher Menge ich spritze. Dann esse ich immer meistens noch eine halbe Banane. Und dann geht's wieder raus. Ich glaube einfach, dass sowas sehr viel mit einem macht. Ich glaube, dass man umso mehr dankbar einfach ist, dass man Fußball spielen kann. Ich hatte immer Spaß, aber das war einfach, dass ich da das alles mehr gewertschätzt habe. Wir bereiten uns die Woche vor dem Spiel schon auf den Gegner vor. Da gibt es dann ein paar Tage vorher die Gegneranalyse. Nürnberg am Freitag. Das Video habt ihr gestern bekommen. Was sind deren Stärken, was sind deren Schwächen und wie wollen wir dann dementsprechend unseren Matchplan auslegen? Ich sehe, ja, aus dem FF auswendig. Ja, und das eine ist, das auswendig zu können. Ja, und das andere ist, es auch umzusetzen. Ja, das eine ist, einen Salto beschreiben zu können, was man machen muss. Und das andere ist, den Salto auch zu machen. Und ihr wisst, denke ich, auch aus der Metapher heraus, was einfacher ist. Das war ein unfassbar wichtiges Spiel. Und dafür war es aber gar nicht so angespannt. Also es war eigentlich, die Stimmung war eigentlich relativ gut. Ich glaube, die Mannschaft hat sich damit ein bisschen leicht getan, weil sie die Mannschaft, also Nürnberg, kannte. Und man auch wusste, dass man da jetzt keinen Gegner hat, der eigentlich über einen steht. Ja, ob das jetzt gut ist oder nicht, das weiß ich nicht. Kimmels, wenn nicht heute, wann dann? Wenn nicht hier, wo dann? Wenn nicht wir, wer dann? Ja, wir haben hier in dieser Saison ja immer wieder Rückschläge gehabt, auf die Fresse bekommen und heute teilen wir aus. Ja, wir sind von Anfang an da, wir sind aggressiv, wir sind giftig, wir sind eklig. Ja, so viel, wie es nötig ist. Und das ist eine Teamaufgabe. Das machen wir gemeinsam und gehen hier und heute volle Kanne auf die 3 Punkte. Mit Herz, aber auch mit Verstand. Nicht sinnlos. Ja, wir unterstützen uns gemeinsam. Ja, Fehler passieren. Wir zeigen die richtige Reaktion. Ja, und holen hier und heute die 3 Punkte. Nichts anderes. Auf geht's, Mädels! Wird das heute der Befreiungsschlag für RB oder rutscht Leipzig auf einen Abstiegsplatz? Irgendwie waren wir da in Halbzeit 1 noch nicht so da. Wir haben auch ein bisschen gebraucht, um ins Spiel zu kommen. Ja, haben dann manchmal vielleicht ein bisschen hastig gespielt. Diese Anfangsphase gehört dem Club. Heim ist weg. Kempe kommt nicht hinterher. Heim! Und Herzog mit der Parade. Wir kommen gar nicht richtig dahin, dass wir komplett gefährlich werden. Die haben uns Raum gegeben, da war ganz, ganz viel Platz. Wir hätten so viel machen können, aber ich glaube, wir hatten 2 Torchancen. Endlich mal eine schöne Kombination der Leipzigerinnen. Hip legt noch mal quer. Starke und dann ist Hip im Abseits. Kein Treffer für RB. Ich verstehe es halt nicht, weil ich finde, wir erkennen die Räume nicht, wir spielen die Räume nicht an, wenn sie da sind. Wir schlagen lang, obwohl eigentlich lang gar nicht geht, dann sollen wir vor die Kette. Ich finde, da sind wir einfach überhaupt gar nicht drin. Nürnberg, das kann gefährlich werden. Heim und Kempe mit der Rettungstat. Aber war da die Hand im Spiel? Hier sehen wir es nochmal. Ja, Glück für Leipzig. Ja, zum Glück ist da. Hat sie da nicht gepfiffen. Nürnberg wurde auch ein bisschen platter, hat dann auch eben nicht mehr die ganzen Räume zumachen können. Und ja, wir haben es dann einfach auch besser gespielt. Man dachte auch die ganze Zeit, man hat noch Zeit. Und ja, dann läuft irgendwann die Zeit einem weg. Ich habe auch die ganze Zeit auf die Uhr geguckt und dann siehst du irgendwann 85. Dann merkst du, okay, jetzt müssen wir. Die letzten Sekunden laufen. Gibt es noch den Lucky Punch für Leipzig? Andrade? Nein. Es bleibt beim 0:0. Am Ende, ja, du kommst rein, du willst
das Beste machen, du willst der Mannschaft helfen und ja, der geht nicht rein. So nehmen wir jetzt einfach mit einem Punkt da. Gegner bleibt hinter uns vorerst. Und das ist auch sehr wichtig, darf man auch nicht unterschätzen. Okay? Den Fight haben wir heute angenommen. Ja? Wir wollten die 3 Punkte, haben wir heute nicht geschafft. Werden wir aufarbeiten und analysieren. Ja, aber fürs Erste ein kleines Teilziel. Ja, für heute haben wir erreicht, wenn man von erreichen sprechen kann. Aber ja, der Dorf in die andere Richtung ging dann. Okay? Ich hoffe, dass auch jeder merkt, dass es so nicht weitergehen kann. Ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir einfach in der Wintervorbereitung uns da irgendwie finden. Es zeigt sich ja in solchen Phasen, wie wir jetzt gerade haben, wie gut so ein Team wirklich funktioniert. Und dafür, wie schlecht es läuft, dafür ist unser Zusammenhalt echt groß und echt stark. Das habe ich schon anders erlebt so, und ich finde das schon sehr gut. Wir haben jetzt unsere Art, Fußball zu spielen, gefunden. Die müssen wir jetzt einfach stärken, ausbauen. Klar, wir haben uns mehr erwartet, aber ich glaube, jetzt müssen wir einfach analysieren, reflektieren und dann ins neue Jahr gehen und ja, alles aus uns raushauen. Und ja, dann sehen wir, was kommt.